Heute wird es heiss in unserer Sendung Schaffhausen im Gespräch Spezial hier von der Herbstmesse. Wir sind heute nämlich am Stand von unserer Partnerstadt Joinville und wir haben uns zur Aufgabe gestellt, mal genau herauszufinden, was ist das für eine Stadt, was sind das für Leute, und haben uns auf die Suche gemacht nach Antworten. Grüezi wohl, ganz eine kurze Frage, wir sind hier am Stand Joinville. Wissen Sie, was Joinville ist? Nein, keine Ahnung. Keine Ahnung. Absolut. Brasilien? Brasilien? Ja, Brasilien sagt mir etwa Fußballer. Ja. Kennen Sie Joinville? Was? Joinville, ne? Joinville? Ja. Das ist auch in Brasilien. Ist die Partnerstadt von Schaffhausen? Das habe ich schon gehört, glaube ich. Ich noch nie gehört. Tut mir leid. Was? Keine Joinville. Wir sind gerade am Stand von Joinville. Nein. Gehört zu Brasilien? Ja. Die Partnerstadt von Schaffhausen. Das ist eine Partnerstadt, ja. Genau, was kommt Ihnen bei Brasilien in Sinn, wenn Sie das hören? Ein schöner Strand. Und braune Leute. Und der Zuckerhut. Ja. Ja, aber meistens, wir stehen heute miteinander unter einer brasilianischen Palme. Ist wahrscheinlich bei Ihnen noch nicht so oft vorgekommen, oder? Nein, ich werde den 14 Tage erst mal erleben. Ich freue mich wie ein kleines Kind, um quasi können entdecken, wie die Ausgewanderten, zu was sie es gebracht haben, wie sie leben. Es hat ja wahnsinnig viele Schaffhauser, die dort sind. Und es liegt mir am Herzen, dass man die Verbindung zu Brasilien bzw. zu Joinville vertiefen könnte. Sie sind extra von Brasilien, von Joinville, hier nach Schaffhausen für die Messe gekommen. Wie gefällt es Ihnen hier? Doch, hier die Messe ist ganz gut schön gemacht. Und wir haben hier einen Stand von 100 Quadratmeter. Die Schaffhauser und unser Partnerschaft Schaffhausen haben alles angerichtet für uns. Im Hintergrund sehen wir die Stadt Joinville. Wohnen Sie auch hier irgendwo? Ja, ganz in der Nähe hier. So von hier, das gibt so 200 Meter nur. Wohnen Sie. Aber hier in Schaffhausen gefällt es Ihnen auch. Sie sind aber leider alleine gekommen. Eigentlich hätte der Bürgermeister und eine ganze Delegation kommen sollen. Wieso nicht? Ja, leider bin ich alleine gekommen, aber weil politische Probleme gegeben hat. Und die ganze Kommission konnte nicht kommen, weil die muss das wählen, für die ganze Kommission kommen. Und die haben das nicht gemacht und haben das für uns war sehr, sehr schlecht. Dann habe ich gesagt, dann gehe ich zum das wieder alles gut machen hier. Bitte entschuldige von meinem Deutsch, ich kann nicht so viel Deutsch. Das ist sehr gut. vielen Dank für alles. Danke. Und kommen Sie mit die Messe ist sehr schön. Ja, sehr, sehr schöner Stand. Danke schön. Merci. Vielen Dank. Typisch für Brasilien ist natürlich der feine Caipirinha, und wie man einen guten Caipirinha macht, das weiss für uns Rosanne. Was ist so die Spezialität am Caipirinha? Was muss man beachten, dass er wirklich gut wird? Also, man muss mit Limetten und Weißzucker machen, mit unserer Cachaça 51, auf Portugiesisch 51, sehr bekannt. Und natürlich mit Eis auch zusammen und einfach mixen. Und das ist also kein Geheimnis, einfach unsere Cachaça, unser Schnaps. Ist einfach stark vielleicht, und das ist einfach unser Trink. Und das trinkt ihr jeden Abend? Nein, nicht jeden Abend, aber ganz Land. Einfach, es ist sehr bekannt. Aber es gibt auch andere, zum Beispiel, ich bin auch Norddeutschland, wir haben auch andere Cachaça, Pitu, kann man auch das haben und einfach stärker sein. Und dann sagen wir Caipiríssima, weil sie ist ein bisschen stark. Mal sehen, ob die Schaffhauser ihren Caipirinha vertragen werden. Ja, ich hoffe heute, ich muss kommen. Dankeschön.